Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Weil euch die letzte Review über das Open Brick Set OBWS0902, den gelben Sportwagen aus Technikteilen, so gut gefallen hat und ihr mich auch gefragt habt, ob ich gleich nochmal ein Open Brick Set reviewen kann, habe ich heute mal wieder eines von eben diesem Hersteller für euch mitgebracht, und zwar die OBWS0347C, den Kaffeeshop, 222 Teile, und das Ganze ist eine richtige Serie. Davon gibt es insgesamt 8 Shops, verschiedene, also ein Schreibwarengeschäft, es gibt einen Süßigkeitenhändler, es gibt Bekleidungsgeschäfte, und alle haben hier oben so einen Aufbau, dass man halt direkt erkennt, um was es geht, und es sind so kleine, schnuckliche Geschäfte. Das erinnert mich fast so ein wenig an die kleinen China-Geschäfte, die ich hier schon vorgestellt habe. Und dieses Set fand ich aus zwei Gesichtspunkten spannend. Einmal, weil wir ja, wie gesagt, letztes Mal ein Technik-Set reviewed haben und ich gern mal wissen möchte, wie ist die Qualität von den Systemsteinen von Open Bricks. Und hier oben haben wir diese große Trans-Clear-Tasse. Und das ist natürlich steinemäßig eine große Herausforderung, dass so etwas gut aussieht. Und da bin ich sehr gespannt, ob es in echt genauso gut aussieht wie hier auf der Verpackung. Oder ob wir da irgendwelche milchigen Teile oder anderes erleben. Und um das rauszufinden, würde ich sagen, mache ich die Packung auch mal auf und wir schauen uns zusammen die Anleitung und die Steinetüten an. Bei den Steinetüten fällt direkt auf, die Packung war sehr luftig gefüllt. Die müsste nicht so groß sein. Es ist noch nicht so schlimm, dass man von Abzocke reden könnte oder von einer Mogelpackung. Aber ich finde, da können Sie gerne ein wenig sparen von der Verpackungsgröße. Über die Steinequalität, ihr kennt das, reden wir wie immer, wenn es soweit ist. Und wir haben drin so eine Auffaltanleitung, ja, keine klammergebundene. Die Auffaltanleitung fängt an mit der Teileliste, könnt euch das Video wie immer gerne anhalten, wenn euch das Ganze interessiert. Und ansonsten funktioniert die Anleitung wie so eine Bildstrecke. Es gibt qualitativ natürlich deutlich Besseres. Ich finde, in der Preiskategorie sollte man aber schon eine klammergebundene Anleitung reinlegen. Gerade weil 52 Bauschritte jetzt auch nicht so wenige sind. Ansonsten, wie wir das von der anderen Open Bricks Anleitung schon kennen, es wird alles ausgegraut, was schon gebaut wurde. Und was neu gebaut wird, wird in Vollfarbe dargestellt. Die Darstellungen sind wieder genauso klein wie in der anderen Open Bricks Anleitung. Wie gesagt, als Erwachsener lässt sich es danach gut bauen. Kinder könnten an der einen oder anderen Stelle Probleme haben. Da habe ich ja in der Review zum gelben Sportwagen schon drüber geredet, dass ich da die 6 Plus hier oben ein wenig kritisch gesehen habe. Ich denke aber, bei Systemsteinen in der Anzahl haben wir da weniger Probleme. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf den Bau, fange dementsprechend jetzt auch an zu bauen und wir sehen uns dann gleich nach ein paar wichtigen Bauschritten wieder. Bis gleich. Das ganze Haus ist so ein bisschen modular aufgebaut, das heißt, wir haben verschiedene Etagen, die man eben abnehmen kann. Und deshalb sehen wir uns jetzt zu dem Moment das erste Mal wieder, wenn die erste Etage fertig gebaut ist. Nur mal kurz off topic, ich möchte mich nochmal bei allen von euch bedanken, denn wir haben in dem Moment, wo ich dieses Video aufnehme, tatsächlich die 100.000 Aufrufe geknackt auf dem Kanal. Und das ist eine Zahl, die man erstmal begreifen muss. Ich meine, da haben 100.000 Mal wirklich Menschen sich dafür entschieden, ihre Lebenszeit damit zu verbringen, hier auf dem Kanal ein Video anzuklicken und anzuschauen. Und das ehrt mich einfach unglaublich. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Aber jetzt kommen wir wieder zu dem, was euch, denke ich, mehr interessiert, und zwar das Set. Und bei der untersten Etage sehen wir einmal, dass wir hier Andockpunkte für die anderen Häuser haben, hier eben auch Pins. Wenn man nur ein Haus hat, kann man die natürlich rausziehen, damit es einen nicht stört. Und das Ganze ist natürlich relativ klein, aber dafür sehr detailliert. Einmal haben wir hier einen schönen Print auf so einem Trans-Teil, gefällt mir sehr, sehr gut. Und im Innenraum haben wir eine Kaffeemaschine gebaut, verschiedene Gläser, eine richtige Theke, eine kleine Kasse angedeutet, hier einen kleinen Tisch mit Bänken, dann so eine Art Barhocker angedeutet und eben hier auch nochmal einen höheren Tisch mit einer Lampe. Gefällt mir richtig, richtig gut, wie viele Details hier reingeflossen sind, dafür, dass es, wie gesagt, so ein kleines Set ist. Und die Steinequalität ist wirklich hervorragend. Also gerade vom Aussehen sind diese Steine besser als die von Lego. Mein Gott, nochmal, warum? 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 Ich verstehe das nicht.
Lego hat ja in letzter Zeit ein riesiges Angusspunkteproblem. Das finden wir hier gar nicht. Und vom Baugefühl sind die Steine auch wirklich toll. Und nochmal ein ganzes Stückchen besser als bei dem Technikset, wo sie ja auch schon sehr gut waren. Also ihr seht schon, ich habe bisher schon sehr viel Spaß damit gehabt, baue jetzt auf jeden Fall weiter und wir sehen uns nach der nächsten Etage wieder. Und da sehen wir uns wieder mit der nächsten Etage. Das ist jetzt in einem weiß-braun-Ton gehalten. Wir haben wieder hier ein beprintetes Trans-Teil und auch mehrere verschiedene Fenster. Die sind auch Trans-Clear und gefallen mir ziemlich gut. Die Qualität davon ist gut. Vereinzelt haben wir leider ein paar Kratzerchen drauf, aber das lässt sich nicht vermeiden. Es hält sich auf jeden Fall in Grenzen. Dann haben wir hier so eine Art Markisen gebaut und so ein Licht. Gefällt mir auch sehr gut. Und im ersten Stock von diesem Kaffeeshop haben wir eine Art Sitzecke, wieder die Tische wie unten. Und das ist hier eher zum Genießen des Kaffees gedacht. Hier haben wir jetzt nicht nochmal eine Theke oder ähnliches angedeutet. Weiterhin finde ich ein sehr, sehr schnuckliches Set. Und ein toller Detailgrad und nach der Anleitung lässt sich sehr gut bauen. Das ist nochmal viel einfacher als die Technikanleitung, aber das haben wie gesagt Systemsteine ja meistens so an sich. Ich baue dementsprechend jetzt noch das Dach fertig und dort kommt ja der Part, der mich noch am meisten interessiert, die angedeutete Trans-Clear Kaffeetasse. Und nun ist auch das Dach drauf und auch hier wurde nicht gespart. Hier haben wir auch nochmal einen hübschen Print. Dann haben wir hier so eine Art schönes Geländer gebaut. Ich finde, das Ganze ist sehr farbenfroh. Der ein oder andere hätte es vielleicht in Weiß und Braun besser gefunden als mit den vielen Farben. Aber es ist kein stimmiges Bild. Es sieht nicht aus wie eine Farbseuche. Und hier oben haben wir noch die gebaute Kaffeetasse. Die Teile sind nicht so sehr durchsichtig wie die anderen Scheiben, aber das ist bei diesen Teilen mit Noppenaufnahmen auch nochmal normaler. Es sieht trotzdem sehr gut aus und dadurch, dass hier drin auch braune Teile verbaut sind, die dann den Kaffee darstellen sollen, ergibt es auch ein gutes Bild, wenn die Scheiben jetzt nicht hundertprozentig durchsichtig sind. Die Qualität ist auf jeden Fall trotzdem gut und damit kann man auch in Mocks, denke ich, einiges anfangen. Zum Beispiel haben wir hier so eine 2x4er Trans-Clear Plate. Wir haben viele von den Slopes. Und wir haben hier wirklich die verschiedensten Teile. Das macht schon was her. Und eine kleine Laterne ist auch noch dazugekommen. Also bekommen wir hier für 9,99 € drei Prints, eine super gute Steinequalität, einen spaßigen Bau und so richtig gab es nichts zu meckern. Auf jeder Etage gibt es hier was zu entdecken, obwohl es nicht so viele Steine sind. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Nicht jeder hat die Zeit, das Geld oder auch den Platz für so ein großes Modular Building. Und wer trotzdem Gebäude bauen möchte, ist auf jeden Fall mit dieser kleinen Shop-Reihe hier gut beraten. Es ist für 9,99 € kein Schnäppchen. Das ist ein wenig über dem Preis des durchschnittlichen China-Herstellers drüber. Aber glaubt mir, dieses Set ist es wert. Und dementsprechend gibt es von mir auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Und ich würde gerne mehr solche putzigen Sets von Open Bricks sehen und auch gerne mit euch zusammen entdecken. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Das würde mich wie immer sehr interessieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank für die 100.000 Aufrufe. Das hätte ich nie gedacht, mal diese Zahl wirklich vollendet zu sehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valley Brick.